Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy-Review von Transformers Armada Scavenger. Ja, Scavenger ist Stufe 3, würde heutzutage wahrscheinlich als Voyager deklariert werden. Ist eine sehr interessante Figur, hat in der Serie quasi einen Überläufer gespielt, der anfangs ein Decepticon war und dann übergelaufen ist zu den Autobots. Besser gesagt, ein Geheimagenten gespielt hat für Optimus. Sehr gewöhnungsbedürftig, da wir eigentlich Scavenger als Teil der Constructicons kennen. Aber gut, kommen wir jetzt erstmal vom Hintergrund ein wenig zur Figur. Die Figur ist oder wird hier geliefert als Schaufelbagger. Sehr interessant, da auch ein Teil Planierraupe mit inbegriffen ist. Der Fahrzeugmodus ist ein wenig, kompliziert aufgebaut und sieht ein wenig merkwürdig aus. Einmal haben wir die Panzerketten. Die Panzerketten, ja, passen natürlich handelsüblich ganz normal zu dem Bagger. Wenn ich jetzt den hinteren Teil mir wegdenke, wäre er auch quasi genau das, was er darstellen soll. Das Führerhaus, finde ich, ist ein bisschen groß, hier fehlen Scheiben etc. Der Grund ist aber der, dass der Minicon quasi hier als Pilot eingesetzt werden kann. Wir haben hinten eine Planierraupe, die auch im Gedreht Fahrgeräusche macht. Ja, angedeutete Pneumatik, die allerdings nicht bewegbar ist. Hier oben kleine Rädchen, die für den Robotermodus sehr wichtig sind. Und ja, echte Gummi. Raupen quasi, was auch sehr schick gemacht ist von Details her. Auch ist hier an der Seite, aber nur auf dieser Seite, ein kleines eierförmiges Rad angebracht, dass wenn man es dreht, dass dann die Schaufel vorne gehoben wird und sich auch wieder senkt. Ja, die Schaufel kann man auch hier oben drauf ausfahren. Ihr seht hier dieses schöne Gelenk, also vom Detailreichtum sehr schick gemacht. Ihr könnt allerdings auch, wenn ihr das festmachen wollt, hier vorne diese Klappe rumklappen und diesen Mechanismus verschließen und schon ist es fest. Das machen wir jetzt auch mal auf dieser Seite. Auch hier machen wir es wieder zu. Ja, die Figur wird im handelsüblichen Constructicon grün gehalten, eine Art Neongrün, sehr interessant und natürlich auch die lilanen Komponenten dürfen nicht fehlen. Ansonsten die Gelenke sind in einer Art Weinrot, leicht lila gehalten. Und ja, hier oben sind natürlich noch einige Details drauf. Lampen, eine rote Warnleuchte. Ja, unten sieht man jetzt nichts groß. Das heißt, man sieht quasi nichts zum Robotermodus, was ich sehr interessant finde. Ja, und dann kommen wir natürlich auch nochmal zu dem kleinen Minicon Rollbar. Rollbar wird hier geliefert als kleiner Jeep. Auch sehr interessant, gefällt mir sehr von der Art her. Die Räder sind alle natürlich drehbar. Auch hier sind die Roboterteile relativ gut verbaut. Hat hier seinen Connector ganz normal. Und ja, der Connector ist im Fahrzeugmodus, entweder hier vorne an der Planierraupe zu befestigen. Voilà, das wollte ich natürlich jetzt nicht. Ihr seht, selbst das Führerhaus ist sehr locker. Also nicht wundern. So, wie gesagt, ihr könnt den Connector einmal hier vorne befestigen, was natürlich sehr panne aussieht in meinen Augen. Und ansonsten hat er im Fahrzeugmodus keine Konnektoren. Ja, verwandeln lässt dieser Minicon auch ganz einfach. Ihr öffnet einmal hier oben die Klappe. Quasi, was ich auch sehr schön finde, hier sind Sitze drin. Also vom Detailreichtum sehr geil. Dann klappt ihr hier die Beine nach oben, indem ihr hier die Sitze von dem Bein hinten, oder wie gesagt, vom Rücken trennt. Ihr seht, hier hinten sind zwei kleine Löcher. Durch diese Löcher werden quasi hier diese Füße, die hier vorne zwei kleine Pins haben, quasi festgehalten. Ja, dann klappt ihr das hier runter. So, und klappt die Füße einmal hier rum. So sind die Füße jetzt fertig. So, und jetzt, auch hier löst sich das Dach leider sehr leicht. Es ist einfach nur hier ein kleines Gelenk, was quasi hier reingedrückt wird. Ist also nicht schlimm, wenn es abfällt. So, dann löst ihr hier die Arme, spaltet quasi die Motorhaube und schon kommt der Kopf zutage. Und ihr habt hier noch diese kleinen Ärmchen, die ihr nach vorne drehen könnt, was aber sehr merkwürdig aussieht.
So, ja, so wie er jetzt hier ist, könnt ihr ihn effektiv auch benutzen, um ihn in den Fahrzeugmodus quasi mit einzubinden. Ihr klappt einmal das Dach auf, das heißt also einfach so nach hinten klappen, so, und setzt den effektiv hier rein. So, und schon ist er hier drin. Ja, sieht ein bisschen seltsam aus, bisschen strange. Ich habe jetzt, damit er nicht ganz so hoch wirkt, habe ich jetzt hier die Beine wieder zusammengeklappt. Quasi wieder wie in einem Fahrzeugmodus, finde ich schöner. So. Und habe ihn dann hier reingesetzt. Denn dann wird auch das Gimmick aktiviert. Ihr seht selbst, wenn ihr ihn hier reinklappt, öffnet sich quasi dieser Sound, als wenn er quasi den Motor starten möchte. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich drücke es nochmal hier rein. Und hier oben ist ein kleiner Knopf, der quasi dadurch aktiviert wird. Ja, Rollbar stellen wir jetzt erstmal zur Seite. Dazu kommen wir später nochmal. Wenn er mal stehen würde. So, und jetzt kommen wir doch einfach einmal zu Scavenger selbst. Scavenger selbst ist eine ziemlich seltsame Figur. Im Gegensatz zur Fernsehserie hat er leider keinen Umhang, den er trägt. Was ich persönlich sehr geil fand, was auch seinen bulligen Körper irgendwie so zum größten Teil getarnt hat. Fand ich besser, er sah aus wie ein Outlaw, hat mir sehr gefallen. Leider nicht in diesem Figurenpaket mit enthalten. Man kann es allerdings theoretisch sich selbst auch basteln. So, die Figur zu verwandeln ist relativ simpel. Wir klappen erst einmal die Schaufel nach oben. Dann hier vorne diese lilanen Stifte. Entfernen wir einmal aus dem Hauptblock. Den Arm drehen wir zur Seite, klappen das nach innen, klappen die Finger nach außen und schon haben wir quasi die erste Hand. Das gleiche machen wir hier. Wir lösen den Arm, drehen den Daumen nach innen. So. Anschließend, drehen wir die Arme erstmal nach oben. Ist viel leichter dann. Drehen jetzt oder schieben, bis sagt die Arme nach oben. So. Dadurch wird der Kopf zutage gefördert. Und schieben das nach vorne. Anschließend klippen wir seine Antenne nach oben. Und drehen dieses komplette Teil einmal herum. So. Die Brustplatte wird nach oben geklappt. Das Autobot-Symbol kommt zutage. Jetzt drehen wir die Arme nach unten. Ja, das ist auch ein nettes Gimmick, was die Figur hat. Wenn ihr den Arm bewegt, hat er so einen Schlagmodus quasi. Ja, sehr interessant. Ansonsten kommen wir jetzt mal zu der Schaufel. Die Schaufel werden die Beine. Das heißt, wir klappen so einmal die Schaufelhälften zur Seite. Drehen die Figur jetzt einmal herum wieder, dass sie von vorne sehen. Jetzt sehen wir hier unten noch diese Walze. Jetzt nehmen wir hier die Beine, klappen die nach vorne. So. Jetzt klappen wir hier einmal diese lilanen Füßchen heraus. Na, bei mir sehr schwergängig. Ich muss einfach mal die Schrauben lockern. Das ist auch ein kleiner Trick, wenn die zu schwer sind, einfach hier die Schraube hier an der Seite ein bisschen lösen. So. Anschließend dreht ihr diese Teile nach unten und dreht einfach nur die Schaufel quasi einmal herum. So. Dreht den Fuß wieder herum. Das gleiche hier noch einmal. Was geht denn das jetzt bei mir nicht? Das blockiert hier hinten. Ah ja. Das noch ganz vorweg. Es ist sehr wichtig beim Herumklappen der Schaufel. Ihr seht es selbst, hier dieser Stift hier vorne ist hier ein bisschen fülliger. Dadurch wird quasi die Schaufel blockiert. Das heißt, ihr dreht einfach nur so das nach unten und könnt dann die Schaufel herumdrehen. So. So, wieder rauszoomen. Dann drehen wir es einmal so herum und die Füße sind effektiv fertig. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, hier diese Füße hier unten an dieser Walze zu befestigen.
Hier ebenso. Wichtig ist, wenn ihr diesen Fußmodus quasi baut, dass ihr oben diese Teile offen habt und nicht hier vorne die Schaufel blockiert habt. So, er sieht natürlich jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Grund ist allerdings, dass er diese Lauffunktion hat. Das heißt, er läuft nicht wirklich selbstständig, sondern wenn ihr das Rad bewegt, er läuft quasi mit der Walze mit und macht dann noch die Stampfgeräusche. Ja, bisschen seltsam, um ehrlich zu sein. Ja, so, ihr könnt natürlich, wenn ihr einen Fuß hier unten habt, hier oben dieses Seitenteil festmachen, ihn hier lösen, auch nach unten schieben, auch festmachen, dann steht er quasi fest und bewegt sich nicht. Ihr dürft dann natürlich nur nicht das Rad drehen, sonst kippt er hier nach vorne weg. Ja, die Arme haben ein Ellbogengelenk, ihr könnt quasi hier die Arme leicht anwinkeln oder auch so winkeln, wie ihr wollt. So, ich sag nur gleich dazu, hier ist ein kleines Gelenk drüber, was quasi die Ketten festhält. Das heißt, die Ketten sind dann nicht mehr drehbar. Ja, die Figur ist ein wenig bullig, wie ich am Anfang schon sagte. Ihr könnt den Kopf drehen. Sie steht relativ schlecht, was ich sehr schade finde. Die Figur hat auch relativ wenig Gimmicks. Ich mag diese Figur an sich nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Die Figur, wie gesagt, hat keine großen Gimmicks. Klar, sie hat Sound überall drin. Sie steht ein wenig bullig. Ihr habt noch die Möglichkeit, wenn ihr Rollbar zurückverwandelt in den Fahrzeugmodus, könnt ihr ihn quasi als Raketenabschuss Auslöser quasi benutzen. Das heißt, ihr habt ihn im Fahrzeugmodus, dreht den Arm nach oben und jetzt habt ihr hier an der Seite einen Connector. Jetzt könnt ihr hier vorne die Rakete, die hier drin ist, abschießen damit. Das heißt, ihr klickt Rollbar, ohne die Figur natürlich auseinanderzunehmen, wieder komplett hinein. So. Ich mache jetzt auch mal hier den Konnektor fest. Das ist mir zu blöd. Dann steht er halt ein bisschen merkwürdig, aber sonst gibt dann die andere und um. So, und jetzt hat er, wie gesagt, hier diesen Konnektor. Jetzt könnt ihr hier, wenn ihr hier drauf drückt, die Rakete abschießen, die hier quasi drin steckt. Ich zeige euch das nochmal im Zoom. Wie gesagt, diese Rakete, die ist hier versteckt im Körper. Die könnt ihr hier quasi drin einmal verstauen. Natürlich hat die Rakete einen Halbkreis unten, oben dieses Kreuz. Das heißt, ihr müsst natürlich auch in der richtigen Position wieder hineinstecken. So, und schon ist die Rakete wieder drin. Wenn ihr wieder hier drauf drückt dann, und Rover komplett nach hinten schiebt, dann schießt ihr die Rakete ab. Ja. Nettes Gimmick. Ansonsten muss ich allerdings sagen, für so einen wichtigen Charakter, wie er quasi hier in der Serie quasi gezeigt wurde, ist er für mich ein wenig schlecht umgesetzt. Schöner wäre es gewesen, hätte die Walze nicht unten in den Füßen gehabt und hätte quasi richtige Füße gehabt. Dann wäre die Figur deutlich besser gewesen. Dann hätte ich sie mir auch bestimmt nochmal gekauft für einen Umbau oder wie auch immer. So gefällt mir die Figur an sich nicht. Ihr seht auch selbst, klar, ihr könnt eine Art Laufbewegung quasi darstellen. Ansonsten, nicht schön die Figur von den Füßen, wie gesagt. Das Gesicht ist schön umgesetzt, das muss ich dazu sagen. Gefällt mir sehr, es hat was. Sieht natürlich nicht aus wie der alte Scavenger aus der G1-Line, aber das kennen wir natürlich, die Köpfe sind ja alle komplett ummodelliert worden. Trotzdem sehr schön gemacht. Was mir gefällt, ist halt dieses kleine Gimmick hier mit der Antenne. Der Brustkorb ist, wie gesagt, auch sehr schön gemacht. Vor allem das große Autobot-Symbol. Hier hätte ich es vielleicht schöner gefunden, wenn hier die Zwischenstreben silber gewesen wären, die Hohlräume. Ja, und wie gesagt, ansonsten alles sehr minimalistisch gehalten. Ja. Von Details her strotzt die Figur jetzt nicht unbedingt mit vielen Details. Aber ansonsten ist ganz akzeptabel und nice to have in jeder Sammlung, wer die Möglichkeit dazu hat. Ihr könnt natürlich hier nur noch im Fahrzeugmodus das nach hinten klappen, das könnt ihr selbst entscheiden. Ich würde es abmachen, denn mir gefällt es persönlich nicht. Wirkt irgendwie so ein bisschen wie der Klöckner von Notre Dame.
mit diesem ganzen Klimbim, was er hinten dran hat. Die Figur selbst, ja, der Charakter gefällt mir, aber leider muss ich bei dieser Figur einige Abstriche machen. Ja, also muss ich sagen, ich hätte sie mir auch nicht unbedingt holen müssen. Von Details her, man sieht hier unten, man hätte den Minicon auch mit reinsetzen können. Was ich sehr lustig finde, ist, dass hier oben dieser ganze Aufsatz komplett ummodelliert wurde und nicht wie das Original aussieht. Ihr seht es hier. Viel kleiner. Na. Viel kleiner. Es fehlt einfach. Hier ist es viel größer nach oben. Auch die Leuchte ist viel größer. Hier ist es wie abgeschnitten. Was sehr schade ist. Auch die Farben sind ein bisschen verfälscht. Man sieht hier, der Auspuff ist in dem gleichen Lila gehalten. Hier ist an diesem Weinrot gehalten. Was ich sehr schade finde. Ja, und ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, ist die Figur relativ 1:1, wie es original auf dem Foto gehalten. Jedenfalls Rollbar ist auch gleich. Ja, ihr seht hier oben noch Starscream und Red Alert mit abgebildet. Die Figur hatte früher noch ein kleines Comic mit dabei, was ich jetzt nicht hier mit dabei habe und auch nicht zeigen kann. Ihr habt hier noch einen Text halt. Hier unten der Hinweis halt für das Comic. Unten sein Artwork. Das Artwork habt ihr hier oben auch nochmal drauf. Ich zoome einmal kurz näher ran. Das Artwork ist sehr schön gehalten. Ihr seht auch hier, die Füße sind geil gemacht. In der Originalserie. So wünschte ich, wäre die Figur gewesen. Dann wäre die richtig geil gewesen. Aber nun ja, Hasbro hat gedacht, hier etwas zu verbessern und hat es leider umso schlimmer gemacht. Ansonsten trotzdem eine sehr schöne Figur, gefällt mir. Allerdings hat, wie gesagt, sehr viele Minuspunkte verdient. Alleine jetzt zum Beispiel wegen den Füßen. Diese Rollfunktion ist einfach nur, naja, nicht schön. Man hätte sie weglassen können, dann hätte die Figur wenigstens auch richtig gestanden. Deswegen leider 3 Punkte Abzug, weil was bringt mir einen Roboter, der nicht wirklich steht? 7 von 10 Punkten. Im Fahrzeugmodus sehr minimalistisch gehalten. Hier auch nur maximal 8 von 10 Punkten. Alles in allem würde ich sagen, weil er trotzdem relativ schön aussieht und auch hier mit den Gimmicks mit echten Gummiketten und so weiter ausgestattet ist und nicht in einem Guss, würde ich jetzt sagen 8 von 10 Punkten overall. Ja, ansonsten, das war es soweit von dieser Figur. Der Rollbar ist auch sehr schön gemacht, allerdings fehlen hier ihm einige Details, was ich halt sehr schade finde. Zum Beispiel bei Rollbar muss ich ganz ehrlich sagen, hier vorne die Figur ist komplett weiß in weiß in weiß. Hier unten sind ein paar Silberdetails. Die Lampen sind komplett auch weiß, die hätten silber gemacht werden müssen und die Lampen hier drinnen hätten gelb gefärbt werden können. Beim Original, wie er quasi im Production Art aussieht, hat man hier quasi die Lampen silber gepainted. Wie gesagt, das fehlt hier komplett. Leider. Ansonsten eine sehr schöne Figur. Ja. Ja, was soll ich so groß dazu sagen? Das war mein Figuren-Review für heute von Scavenger. Falls euch meine Reviews allgemein gefallen, bitte ich euch, mich zu abonnieren, auch weiter zu empfehlen. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Ansonsten Kritiken, wie immer, unten bitte in die Kommentare. Und ich gehe natürlich auch darauf ein und antworte auch. Bis dahin, bis demnächst, euer Rexfor.